Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Lecker. Schimmelschleimextrakt. In Ordnung. Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Hirschkäfer-Geweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Thank you.
Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. So viel Aufwand für eine kleine Fiole mit Stärkungselixier. Laut Rezept soll es einem übermenschliche Kräfte verleihen. Ich wäre schon mit menschlichen Kräften zufrieden. Aber ich trinke das Zeug nicht, wenn es nicht sein muss. Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Mein Stärkungselixier ist in der Fiole und einen weiteren Trank muss ich nicht brauen. Zumindest jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Schauen Sie, hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes, das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Bin schon unterwegs. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also
Also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten Sie? Weil dann Ihre Aktien steigen werden, die Sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben Sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass Sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommst. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Der alte, zerschlissene Zylinder vom Vater des Todes. Ich brauche ihn für meinen Zauberspruch.